Gewünscht, gewünscht, Freunde. Einen Hallo. Wunderschönen guten Tag. Die Depresso Boys sind da. Was geht ab? Du vielleicht. Du nicht? Du bist gut drauf? Mega. Erzähl mal, Wollo. Die Leute haben mich ja gestern. Ach, die haben mich ja gestern zugespammt auf Insta und auf Twitter, ne? Stimmt. Die haben mich zugespammt gestern. Du wurdest zugespammt. Ja? Leute haben mir geschrieben, weißt du, was mit Wollo los ist? Ist mit Wollo alles okay? Ist bei Wollo alles gut? Moment. Muss mir das aufrufen auf dem Handy, sonst komme ich, sonst finde ich das nicht. Oh nein, wurdest du auch so zugespammt auf dein Insta? Nein. Aber ich wurde auf Twitter gebannt, Leute. Ihr habt genau richtig geraten. Und zwar war der Grund folgendes: Misogynie, Sexismus, Antifeminismus, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Rassismus, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Bodyshaming und Homofeindlichkeit. Deshalb wurde ich gebannt. Checkst du das Meme? Ja, ich hab schon. Nee, ich check das Meme tatsächlich nicht, nein. Okay. Mach also, ich weiß nicht, woher es kommt. Die Leute, die es checken, die werden sich denken, witzig. Ich wurde nicht gebannt auf Twitter, Leute. Wofür soll ich gebannt werden, Alter? Allein diese Frage, ne? Ob ich gebannt wurde. Ich habe mich entschlossen, die ganze negative Scheiße aus meinem Leben zu verbannen, die Twitter und gewisse YouTube-Kanäle mit sich bringen. Ich habe auch alle Vorschläge, die irgendwie in eine Richtung gehen oder so, bei YouTube gebannt für mich. Oha! Das ist ja mal ein Radikalschlag. Ich ziehe radikal da durch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe nämlich gar keinen Bock mehr. Wie kommt das? Also, wie kamst du auf einmal? Das war ja bei dir so aus dem Nichts so gefühlt. Nee. Das habe ich schon. In Videos habe ich es bestimmt auch schon mehrfach gesagt, dass ich überlege, Twitter zu deaktivieren. Könnte ich schwören. Ansonsten im Stream habe ich es bestimmt auch schon 2-3 Mal so gesagt. Und ja, gestern, beziehungsweise vorgestern. Ja, vorgestern habe ich mir dann gedacht, okay, mache ich jetzt. Und ich sag dir, wie es ist. Fühlt sich gut an? Ich vermisse es nicht. Ne? Ich vermisse es nicht. Ich bin auch schon seit längerem überlegen, zumindest Twitter zumindest wegzuhauen. Oder Twitter nur noch auf, so automatisch einzustellen, mit, dass da zumindest die Streaming dann geht an. Man ja trotzdem drauf. Dann geht man doch trotzdem drauf. Das hilft doch nicht. Hatte ich auch erst drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir, ist der Stahl Xerox bestimmt, ne? Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Dann wäre noch besser. Würde nichts ändern, ne? Wäre das Gleiche. Nee. Okay, perfekt. Ich habe auch alle Pokémon auf Level 50 gebracht. Ich habe ein paar Attacken beigebracht. Ich habe auch Tomty auf Level 50 gebracht, tatsächlich. Ui. Ja. Ich habe mir angeguckt, wie man den Felstunnel spielt. Schön. Ich bin komplett vorbereitet. Ich will das hier möglichst schnell zu Ende bringen. Ja. Und, aber das reden wir gleich. Aber das ist tatsächlich interessant. Also, aber bist du jetzt auch, also hast du dich woanders auch angemeldet? So wie Friends Nein. oder Blue Sky oder so? Nein, warum denn? Ich will auch weg von dem Scheiß. Du bist gar kein Social Media mehr. Ich habe kein Social Media mehr und so. Ich werde nichts mehr mitkriegen, was auf der Welt passiert. Gar nicht. Ich mach mal Insta. Ja, Insta habe ich noch, aber das benutze ich ja eigentlich nicht. Von daher, das ist egal, das kann ich ruhig haben. Okay. Ja, also bei Twitter bin ich überlegen, zumindest die Stream-Ankündigung zu lassen. Also, dass ich das automatisch das poste, aber mich nicht mehr einlogge. Damit die 3 Leute, die das auf Twitter mitkriegen, noch kommen. Ich finde Twitter gar nicht so unwichtig, tatsächlich. Vielleicht. Aber das ist vielleicht auch nur bei mir so. Ich wette, das ist überhaupt nicht wichtig. Safe ist das nicht wichtig. Die Leute. Also niemand will auf Twitter Stream-Ankündigungen sehen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Das nervt die Leute sowieso nur. Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, auch schon 600 Follower verloren oder so. Auf Twitter ist eh ein komplett totes Ding. Das ist halt egal. Ja. Ich hab's halt jetzt mit der Polaris gemerkt, dass tatsächlich das eine ganz, ganz gute Werbeplattform war für die Polaris halt, ne? Also es kam ja auch. Also das, ich nicht. Na doch. Auch gerade was denkst andere Creator. Halt. Ja, aber auch gerade das, was andere Creator angeht und sowas. Du wärst halt schneller, gerade weil die Polaris auch zum Beispiel bei mir geretweetet hatte, wärst du halt viel schneller in andere Timelines gespielt. Das habe ich ja gerade da gemerkt. Also keine Ahnung, das ist halt ein schwieriges Thema. Aber ich habe bestimmte Wörter bei mir auf die Blacklist gesetzt auf Twitter, dass diese Sachen mir nicht mehr in die Timeline gespielt werden.
Okay. Ja, ist mir egal. Selbst das, nee. Nee, ich will das gar nicht. Nee, das hilft nicht. Und mir passiert sowas ja nicht. Also ich werde nicht in irgendwelche Timelines gespült zu anderen Creatoren oder so. Das passiert sowieso nicht. Dementsprechend völlig egal. Außerdem, wofür nutze ich Twitter? Um entweder zu sagen, dass mir irgendeine Scheiße passiert ist, dass ich depressiv bin, und irgendwelche Ankündigungen zu machen, wo ich mich dann darüber ärgere, dass ich sie am nächsten Tag halten muss. Kann als alles nicht mehr passieren. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Sagen wir doch mal, das ist ja mega geil. Das wird alles jetzt, das ist weg. Passiert nicht mehr. Ja, ich verstehe das. Geht's nicht lang? Du hast nachgeguckt, habe ich auch, aber. Ich verstehe das. Ich finde es auch gut. Ich finde es ja gut, dass du das gemacht hast. Ich auch. Also, Respekt. Diesen Mumm hatte ich bisher noch nicht. Ja, wie gesagt, seit einem halben Jahr oder so, denke ich mir schon. Ich muss das machen. Ja, also, deine Leute, ihr wisst ihr Bescheid, ne? Wurdest du denn mal gut, ich wollte gerade sagen, wo willst du denn angeschrieben werden? Aber stand ja auch bei uns in den Kommentaren. Auf Insta wurde ich ja, wie gesagt, angeschrieben dazu und so. In den Kommentaren habe ich es auch gesehen. Ansonsten wurde ich nicht angeschrieben. Wo denn noch? Ja, das ist ja wo denn auch. So, ja, es ist bei Volo alles okay. Ist er gebannt worden? Gebannt. Also, nein, Volo hat. Also, gebannt finde ich witzig, weil, was glauben die Leute, was ich da auf Twitter treibe? Ja. Das ist ein bisschen witzig, ja. Ja, nee. Alles gut, Leute. Ich habe mir nur was Gutes getan, ne? Ich glaube auch, dass das natürlich im Endeffekt was Gutes sein wird für dich. Safe. Ja. Schlimmer kann es nicht werden. Ah, das sagst du jetzt. Aber nicht, also durch Twitter wurde es noch nie besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Twitter mich immer krass runtergezogen hat oder so. Das ist sehr selten passiert. Aber ich glaube halt, diese durchgängige Grundnegativität. Ja. Die da halt herrscht, ne? Die macht auf jeden Fall was mit einem. Ich denke tatsächlich das auch, ja. Vielleicht mache ich das auch mal. Ja, mach mal. Vielleicht mache ich das auch mal. Mal gucken. Was liest du denn gerne auf Twitter? Gar nichts. Ich bin es für mich als Werbeblogger. Ich habe zum Beispiel jetzt alle, also ich habe zum Beispiel das Wort Shoyoka bei mir auf die Blacklist gesetzt. Guck mal, deswegen hast du das Meme gerade nicht verstanden. Das ist der Fehler gewesen. Es gibt doch auf Kuchenfiles, es gibt doch dieses Meme, wie Shoyoka diese ganzen Dinge vorliest, was KuchenTV vorgeworfen wurde, was ich auch gerade gemacht habe. Und das wird als Meme benutzt, wie zum Beispiel hier meine Hobbys, Doppelpunkt, und dann kommt dieses Video, wie Shoyoka das vorliest und so. Ne? Solche Sachen. Oder ein geiler Samstagabend, Transfeindlichkeit, Antifeminismus, bla bla. Sowas. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so witzig ist. Ja, Dinger, witzig? Also schon, doch. Doch, eigentlich schon, ist schon witzig, doch, doch. Doch. Würde ich schon so sagen. Ja, doch, doch. Weißt du, was gar nicht witzig ist? Was denn? Mir wurde gestern ein Stream versaut. Es wurde eine Änderung gemacht in meinem Dreamcast-Stream, wo der Typ alle Dreamcast-Spiele durchspielt. Oh. Und es wurde komplett zerstört im Grunde. Der hat jetzt so einen Text-to-Speech-Scheiß an. Ich muss mal einmal kurz in die Lösung gucken, Leute. Oh nein! Und da gibt's eine Userin, die jede Minute irgendwas schreibt und alles so auf witzig und alles mit immer bezogen auf irgendwelche Snacks. Es endet immer damit, dass ein Pizzasnack oder so, jede Minute, und der spielt gerade mein Lieblingsspiel auf der Dreamcast, also mein zweitliebstes, auf der Dreamcast, und ich könnte ausrasten, Bruder, ich könnte richtig ausrasten. Die hat mir das komplett versaut, eine Userin da versaut mir das ganze Ding komplett im Alleingang. Ich kann das nicht mehr gucken. Es ist unerträglich. Und der Typ, die ist halt Mod und auch Top-Supporter, bei jeder Sache so funny, it's funny. Oh, Snacks. Nein. Yeah. I need a snack, yeah. Boah, ich flippe aus. Boah. Ich könnte ausrasten. Ich muss mal kurz gucken. Was eine dumme F-Wort, Alter. Ja. Danke, dass du das auch so siehst. Es ist der Wahnsinn. Also das ist nicht zu ertragen. So, jetzt muss ich. Sorry, Leute, aber anders ist das hier nicht spielbar für mich. Wir müssen ja auch durchkommen, ne? Wir wollen ja auch fertig werden. Ne? Sonst dauert das hier Jahrzehnte. Wolles neues Projekt steht ja auch schon fest. Hier ist das so? Dürft ihr nicht vergessen. Wird am 25.10. released. Für die Nintendo Virtual Console. Die N64. Ja? Ja. Banjo-Tooie. Garantiert nicht.
Das kannst du ja immer spielen. Nee, ich hab nicht. Ricky spielt Banjo-Kazooie als nächstes. Der kann mal zwei Projekte machen. Ne? Ruhig mal ein paar Projekte, die man selber scheiße findet. Bisschen spielen, ne? Das braucht. Wieso? Aber für Pokémon, dass du das scheiße findest, konnte ich nichts. Das war deine Idee, möchte ich mal noch betonen. Ja, aber wir müssen ja irgendwas spielen und Banjo-Kazooie hast du schon mal gespielt, das kennst du. Das habe ich noch nie durchgespielt. So, wobei, du hast doch nächste Woche, du hast nächste Woche sowieso zwei Projekte. Was habe ich nächste Woche zwei Projekte? Ja, Sonic Schmonic, ne? Ach ja, Sonic Schmonic. Da muss man was Kurzes noch Apropos spielen. Sonic. Ich wurde drum gebeten, dass du einmal bitte die Sonic-Box ein ehrliches Review machst. Nicht das Instagram, ist ja alles voll geil, sondern ein ehrliches Review. Was meinst du? Du meinst, ja, es ist halt alles zu klein für mich, ne? Aber ist doch witzig. Ist doch kühl. Ist doch süß. Das ist von Joxoron und Nosukan. Du kannst ruhig ehrlich sein. Nee, das ist die voll cool. Die wollen, dass du es nicht geil findest. Die finden das witziger, wenn du es nicht geil findest. Das hätte ich auf die Brotdose schon benutzt. Kannst du mal diesen Schal benutzen, bitte? Bruder, der passt nicht. Der passt nicht mal mein Bein rum. Okay, schade. Der passt nicht mal mein Bein rum. Und ich hab die Sachen auch hier. Okay, da. Was? Hier. Ja. Hier haben wir es. Da. Ah, nee, gar nicht. Die Brotdose, nicht, die Flasche habe ich benutzt. Und die Flasche ist unten, weil ich die benutzt habe tatsächlich. Ich wollte auch schon sagen, die Brotdose ist wild, dass du die benutzt hast. Wofür? Wann? Weiß ich nicht. Also cool. Ja. Aber ich Weihnachtsgeschenke für meinen Neffen. Kriegt mein Neffe das zu Weihnachten. Bis dahin. Gut ist. Ja, der freut sich. Der freut sich. Vielen Dank. Ach, dann war von Joxoron die Tüte. Unter anderem, ja. Ach, dann brauche ich mir gar nicht so schlecht fühlen. Meine Schwester hat mir schlechtes Gewissen eingeredet. Deswegen habe ich die Instagram-Story auch noch gemacht. Wegen was hat die dir ein schlechtes Gewissen eingeredet? Ja, jetzt hast du es einfach angenommen und hast es nicht mal aufgemacht. Ich glaube, der Typ hat drauf gewartet, dass du es öffnest und so. Im Stream. Da habe ich mich schlecht gefühlt. Ich habe vergessen, dass das Joxoron war schon. Ich wusste gar nicht mehr, wer mir es gegeben hatte. Ja, das vergisst man auch schnell. Das ist wirklich viele Menschen. Da ist ja auch viel los, ne? Das vergessen die Leute auch gerne. Da gehen eine Menge Menschen so durch. Ja, auch dann so Leute haben auch dann Samstag oder Sonntag. Ja, da sind wir wieder. Und wir sind, ja, hi. Keine Ahnung, wer du warst, Bruder. Aber danke für dein Geld. Ja, ich meine, ne? Das waren viele Menschen. Okay, Wolle, was hast du denn offen? Lass mich mal gucken. Nee, wir sind sofort durch. Wir sind sofort durch. Ich muss nur kurz wissen, da muss ich. Dass du auch nicht eingestellt hast, einfach, dass der Emulator im Hintergrund läuft, dann wäre der Ton nicht mal aus. Das kann ich nicht. Also, das kann man das einstellen, geht bei mir. Ja, nee, bei N64 geht das bei mir zum Beispiel nicht. Und es ist auch egal. Leute werden das überleben. Pro Emulator. Anscheinend habe ich ja falsche Informationen gehabt. Oder habe ich das falsch interpretiert? Ich habe es anscheinend falsch interpretiert. Ich habe es wahrscheinlich falsch gesehen. Möchte mich entschuldigen. Also ich habe das nachgeprüft. Ich kann da gleich auch was zu sagen. Ja, dann sag mal. Ich hab's recherchiert. Ja, also tatsächlich wurden Domtendo wohl 2000 Videos weggestrikt, beziehungsweise von Nintendo weggelöscht. Oder er hat sie, ja, werden wohl weggelöscht sein. Zum Beispiel das komplette Tears of the Kingdom Let's Play. Die existiert nicht mehr. 224 Videos, so ein richtig fuck erfolgreiches Let's Play, das wahrscheinlich noch jeder Part irgendwie noch das hätte noch Millionen Klicks reingebracht. Safe. Mm. Gibt's nicht mehr. Ganz weg. Von Zelda ist der erste Part, glaube ich, Part 36 oder so. Von Echoes of Wisdom und so. Hm. Krass. Ja. Also so hart hätte sie mir jetzt nicht treffen müssen, weil ich habe ja jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich gestern gesagt habe, schade, dass nicht passiert ist. Weil ich mir so dachte, mein Gott, ne, die brauchen alle mal einen Schuss von. Aber er hat draus gelernt, Buch. Scheinbar. Es kam gestern erst am Release-Tag ein Part von Super Mario Party. Er hat scheinbar draus gelernt. Nee, das kam, glaube ich. Ja, nee, doch, nee, nee, nee. Es kam aber sehr, sehr früh. Ja, aber es kam gestern. Erst am Release-Tag. Ja, das ist Ehre, ne? Hat er draus gelernt. Ja, wurde mal Zeit. Ja, weiß ich nicht. Also, so schlimm hätte es nicht kommen müssen. Das tut mir leid, Domi, wirklich. Also, das hätte nicht sein müssen. Das ist auch unnötig. So viel. Jetzt das neueste Let's Play, dir da ein reinzudrücken, so als Strafe und damit du es nicht mehr machst. Das kann ich verstehen. Aber 2000 Videos ist schon. Das ist wirklich ein bisschen hart. Ist schon Finale Kampfansage. Gewünscht. Naja, also nicht in Im diesem nächsten Part. Na, gucken. Im nächsten Part ist gleich Oder Finale. Ich sterbe jetzt, ne?
Weißt du, wissen wir ja noch nicht. Ja. Das ist nicht wir ziehen es durch, wir machen einen langen Part jetzt. Nee. Wir ziehen es durch. Nee, doch, nee. Wir ziehen es durch, Bruder. Bruder, warum sollten wir das denn das machen? Das sind nur noch die Top 4. Das sind nur noch die Top 4. Wir haben doch eh noch kein Projekt fürs nächste Mal. Ja, den mach jetzt aus und machen wir den nächsten Part. Ja, wir haben noch nicht mal 15 Minuten. Jetzt entspann dich doch mal. Kannst du dich... Guck mal, der erste Pokémon ist schon stärker als meine. Also, wir sterben wahrscheinlich. Alles gut. Oh, scheiße. Natürlich geht's daneben. Ja, also das mit dem Zweiter ist echt doll. Das finde ich aber auch hart. Das ist wirklich hart ein bisschen, ne? Ja, also ich denke, die Existenz wurde mir jetzt nicht genommen, aber... Ist trotzdem hart. Ist trotzdem hart, ja. Schon unnötig. Hast du denn Super Mario... Wir könnten Super Mario Party... Ich hab noch nicht mal gespielt. Ich kam nicht dazu. Ich hab gestern Nacht ganzen Tag gekotzt. Gestern den ganzen Tag. Gekotzt? Ja. Schied dir recht, aber warum? Wie, was bist du? Nee, schied dir recht. Ja, du nee, was? nee. Warum? Ja, ich hab wahrscheinlich Scheiße gebaut. Das ist wahr. Ich hab Gulasch gegessen. Oh, geil. Hat Play das gemacht, oder was? War schon 2 Tage im Kühlschrank, stand er. Ja, wobei, das müssen wir noch nicht abgedeckt. Ja, aber wenn es im Kühlschrank steht, geht eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Und bei meiner Mutter hat schon vor einem Tag gestanden. Ja, aber ja. Kann ich verstehen, bei Gulasch hätte ich mich auch nicht zurückhalten können. Ich konnte nicht, ich musste das essen. Ich musste es essen. Das ging nicht anders, tatsächlich. Jetzt habe ich Kopf, ich glaube, ich habe einfach die typische Aftercon-Krankheit. Und habe auch viele Menschen angefasst und so. Ja. Ja, und gucke ich mal, vielleicht gesund werden. Weil morgen ist es ja eigentlich, ich muss heute Abend streamen, ne? Hilft ja nichts. Heute Abend? Morgen ist ja morgen ist Geburtstag, einmal reinstreamen. Morgen hast du schon Geburtstag. Ja, ja, die Geburtstagsmoneten müssen rein. Weißt du, was witzig ist? Morgen wird mein Geburtstagsessen vorgezogen. Bei meinen Eltern, weil mein Bruder nur dann kann. Geht natürlich nach dem Willen meines Bruders, ist ja klar, ne? Beziehungsweise, der könnte ja an meinem Geburtstag auch. Allerdings muss ich dann natürlich auch streamen. Und dann wäre er, meine Eltern dann auch so, ja, du kennst ja Dean, dann ist das genau der eine, hat er dann nur einen Tag frei. Und wenn er den dann mit uns verbringen muss, dann macht er, der macht einen Aufstand, ne? Das ist wirklich... Bruder, du bist... nicht mehr in der Pubertät. Also wirklich, reiß dich mal langsam zusammen. Das ist dein Geburtstag. Ja, ja, aber es geht natürlich nach dem Willen meines Bruders. Das ist ja klar. Also Frau Ju und Herr Ju, da muss ich Ihnen sagen, da sind Sie ganz schöne F-Wörter, ne? Ich will ja auch streamen an dem Tag. Ist okay. Ja, verstehe ich. Ich will noch was zu Mario Party sagen. Ja. Ich bin heute Morgen 6 Uhr wach geworden und unten hab Mario Party weitergespielt. Ich bin süchtig. Macht Spaß? Ich habe nur einen einzigen Modus benutzt und nicht den normalen, sondern den Bowser-Athlon, wo man den mit 20 Spielern halt so über dieses Brett in Minispielen huscht und mit Münzen kommst nach vorne und da kann man bis zum S-Rang halt hochgrinden. Mhm. Und ich bin Rang B mittlerweile und ich habe unter anderem 4-mal hintereinander den ersten Platz gemacht. Ich habe Clay überrundet und so war es ist geil. Boah, macht das Spaß. Digga, macht das Spaß! Ich habe das Wahnsinn. Spiel noch nicht mal gespielt. Ich wollte es gestern spielen. Ich habe es übrigens nicht im Filou-Laden geholt. An dem Tag hatte ich keinen Bock. Ich habe mir dann doch digital geholt einfach. Du bist gemutet. Ich habe es auch digital nachts um 0 geholt. Ja. Aber das Ding ist... um 0! Und dann noch nicht mal gespielt. Ne? Ich konnte es nicht spielen. Ich weiß nicht so. Ich wollte es spielen. Dann habe ich das Spiel angemacht. Und dann war ich so... Eigentlich ist dein Leben voll scheiße. Und dann bin ich in so eine depressive Phase gerutscht. Guck mal, geil. Das ist normal. Das ist das normale. Ja, ganz normal. Ich hab gestern, da hatte ich wieder Panikattacken gestern und so, mal die üblichen. Und dann war ich so depressiv den ganzen Tag. Ich hab mir einfach Rookie angeschaut und hab gefressen, so viel wie ich halt konnte. Also nicht viel. Nicht viel. Hab mich aufgeregt, dass Jackson tot ist. Darüber wollte ich mit dir reden. Weißt du, warum der tot ist tatsächlich? Ja, ich hab's gelesen. Ich hab's mir das nicht angeguckt, warum rausgegangen ist. Ja. Und er war das Arschloch, warum die Staffel 3 so kacke war. Ja. Er war daran schuld. Und weil die dann nicht mehr die anderen Staffeln so kacke machen wollten, hat er sich auch noch verpisst. What the fuck, Digga? Was ist denn los mit dir? Gut, dass du gestorben bist, Digga. Gut. Weg mit dir. Aber es gibt was viel Schlimmeres, was mich viel mehr aufregt. Noch schlimmer, geht ja gar nicht. Ja. Die Stimme von Sergeant Gray. Wurde die geändert? Ja, die hat sich in Staffel 4 geändert. Und das sowas erinnert triggert mich ja bis auf den Tod. Ich kann es nicht mehr genießen. Weil ich mir jedes Mal das, was er sagt, vorstelle in seiner alten Stimme.
Alter, ich switch teilweise von Englisch zu Deutsch. Manchmal innerhalb einer Staffel. Wenn die deutsche Folge noch nicht da ist oder so, dann gucke ich auf Englisch. Es gibt für mich Schlimmeres. Ich assoziiere doch die Person mit einer Stimme und mit einem Aussehen. Wenn du nicht mehr die Stimme hättest, die du hast, oder nicht mehr aussiehst, wie du aussiehst, dann assoziiere ich dich als anderer Mensch. Leute meinten, ich klinge im echten Leben anders. Nee, ja, leicht. Ja, es ist halt, man spricht halt nicht durch so ein Mikrofon. Ängstlicher. Du klingst halt ängstlicher. Ich habe dann halt auch nicht meine Aufnahmestimme, ne? Das ist meine private Stimme. Eine Aufnahme oder so, da drückt man die, da redet anders. Nee, ich rede ja eine Aufnahme. Ich würde an der Kasse jetzt nicht stehen und sagen, ja, ich habe jetzt 3,50 Euro, oh mein Gott. So, dann würde ich sagen, 3,50 Euro. Aber vor Aufnahmestimme, ich habe ja letztens nochmal, weil mein Schwager sich das Let's Play von uns angeguckt hat. Von uns dreien. Von Link mit von dem Zelda-Ding da. Ach, du heilige Mutter. Trifor Series. Und ich gucke jetzt rein und sage, ja, ich bin Mut! Wie du da sprichst einfach, das war so süß. Ich bin Mut! Ich bin Stärke! Ja, dann bin ich wohl die Weisheit. Okay, Leute, los geht's. Unangenehm. Lass uns alle hier vorlesen. So habe ich das früher gesagt. Das war früher die Let's Play-Stimme. Ja, war so. Das halt. Du hast früher auch anders geredet wie heute. Ja, natürlich. Hallöchen, Leute, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Legend of Zelda Link's Awakening. Und dann war Stille. Ja, dann ist auch mal. Das war ja dann auch der ganze Part eigentlich, ne? Warte mal, Top-Genesung? Ich hab auch das andere, warte. Top-Trank. Das wollte ich eigentlich, scheiße. Weil das kann ich auch noch so regeln. Mit Supertränken. Ja, Leute, das war's auch für den Part, merke ich gerade. Nächster Part, Finale! Ich sehe noch ein Problem, dass vielleicht uns die Angriffe ausgehen. Aber gut, wir werden's sehen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Hast du keinen Ether gekauft? Kann man nicht kaufen. Natürlich. Den kann man nur finden. Nee, den kann man nicht kaufen. Achso, aber dann in der... Okay, in der vielleicht kann man das nicht. Später in anderen Generationen, aber hier noch nicht. Ich also bin nicht, der Meinung, das kann man kaufen. Nee, das hat dumm. Man immer arschknapp. In Speedruns müssen die Leute auch immer ihre Attacken komplett genau durchplanen. Sonst würden die das auch damit machen. Ja, wir machen Ether das. Ether muss man auf dem Weg finden. So, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.